meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, dies ist der zweite Kampf des heutigen Abends. 6 Runden im Cruisergewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit 90,7 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB ist Christian Ritter aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter. Marco Morales, Adrian Lacescu und René Fiebig, alle drei ebenfalls aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. Er ist 36 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 90,0 Kilogramm auf die Waage und misst 1,83 Meter. Er ist Profi seit 2015. Er stand bereits 4-mal als Profi im Ring. Begrüßen Sie aus Guadiva, Italy, Umberto Lucci. And now, ladies and gentlemen, und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. Er ist 25 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen genau 90,7 Kilogramm auf die Waage und misst 1,88 Meter. Er ist Profi seit Februar 2023. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. Er ist undefeated. 2 Kämpfe, 2 Siege. Einmal gewann er durch K.O. aus Bergkamen von Agon Sports and Event, Dariusz Lasota. Der Ringrichter dieses Fights, the referee in charge of the action, ist Goran Filipovic aus Serbien. Jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the final instructions. Okay, Jack, now the rules. Clean, fair fight. Okay? Stop, stop, break, step back and fight. Jack, hands, good luck. So, kurz und knackig. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, 6 Runden im Cruisergewicht. Seconds out, ringfrei, Runde 1, Round 1. Sie erleben jetzt das Comeback von Umberto Lucci nach 7 Jahren Ringpause. Ich darf mal gespannt sein, wie er sich da gegen den Dariusz Lasota schlägt. Lasota in der Veilchenhose, sag ich mal. Lucci schwarz. Na, nach 7 Jahren, man spricht ja immer von diesem berühmten Ringstaub oder Rost. Wegen Rost. Da hat sich einiges angesetzt bei Lucci, denke ich mal. Vorher war er auch nicht so erfolgreich. 4 Kämpfe, 1 Sieg, 3-mal verloren, 1-mal vorzeitig. Aber Boxer in aller Ruhe, Deckung oben. Ja, gute Kombination von Dariusz Lasota. Versucht den Kampf also von der Ringmitte aus zu bestimmen. Lasota ist da auf den Füßen schneller unterwegs. Natürlich hier mit seinen 25 Jahren, 11 Jahre jünger als Lucci. Steht noch zu weit weg von seinem italienischen Gegner. So, das Distanzgefühl, das fehlt ihm noch. Ja, erste Runde rum. Und da ich gerade bei Umberto Lucci war,
Der wurde 2015 Profi und beendete dann ein Jahr später seine Karriere nach seiner Niederlage gegen Landsmann Gianmarco Cardillo. Und dieser Cardillo ist ein interessanter Typ. Der ist nämlich inzwischen amtierender italienischer Meister im Schwergewicht. Also er hat es durchgezogen. Und Luigi hatte gedacht, na, mach ich mal eine künstlerische Pause, dass sie dann 7 Jahre ausfällt. Natürlich eine ganz schöne Zeit. Seconds out. Ringfrei Runde 2. Round 2. Zum Auslagenwechsel bei La Sotta. Mal ist die rechte, mal die linke ist die Führungshand. Körpertreffer. Sehr vorsichtig, was Lassotta da zeigt. Gute Rechte jetzt im Kopf, aber das sind alles Einzelschläge. Keine. Jetzt mal eine Kombination. Der Punkt steht nach wie vor bei Luigi. Er muss den Luigi aber mehr beschäftigen. Da kommt mal hier ein Aktionchen und da mal ein Aktionchen. Bringt ihm natürlich Punkte, weil er auch meistens durchkommt. Aber in Schwierigkeiten kommt so ein routinierter Mann wie der Luigi nicht. Und dass er in den 7 Jahren sich nicht faul aufs Sofa gelegt hat, das sieht man auch, ist einigermaßen gut trainiert. Schlecht. Aber er steckt auch zu ungenau. Also die Ansätze sind gut bei La Sotta, die Ausführung manchmal noch mangelhaft. Müht sich da ganz schön ab mit dem Luigi. Lasotta in Werne geboren, lebt in Oberaden. Ein Sieg zum Einstieg als Profi. Seinem ersten Kampf gegen den Polen Patrick Polasik. Nach Punkten. Zuletzt auf der Undercard des WM-Kampfes Vincenzo Gualtieri gegen Esquiva Falcao. Vorzeitiger Sieg in Runde 4 gegen den in Rom lebenden Brasilianer Eduardo Sacramento da Silveira. Seconds out. Hat auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er sich auf den Gegner Runde eingestellt drei, hatte. Aber wie gesagt, er ist ja noch Jungprofi mit seinen 2 Kämpfen und da sollte man die Latte jetzt nicht allzu hoch ansetzen. Alles in allem macht er ja sein Ding ordentlich.
allzu große Bedenken muss er ja nicht haben gegen den Lütten. Der steckt ja kaum. Und wenn dann relativ verkrampft raus, die linke und die rechte. Ein bisschen mehr Biss würde man sich bei Lars Otter schon wünschen. Technisch ist schon in Ordnung, muss er da auf die Ringmatte zaubert. Der verzieht kein Gesicht. Tappt da in aller Seelenruhe vor sich hin. Ja, und dann noch ein paar Treffer. Deckung ist soweit okay. Und das nach 7 Jahren Ringpause. Beachtlich. Ja, man, die Runden, die gehen alle an Lars Otter. Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Also ein bisschen mehr Biss, ein bisschen mehr Pep. Das wünscht man sich dann doch bei einer 25-Jährigen, der als Amateur lange Zeit im Bundesliga-Stützpunkt Schwerin unterwegs war. Unter Michael Timm. Spielte als Kind Fußball beim SOS Oberaden. Und mit 15 Jahren begeisterte er sich dann plötzlich fürs Boxen. Seconds out, Ring 2, Runde 4, Round 4. Vierte Runde, 3 hat er geholt. Aber auch keine Überraschung jetzt. Lucci hat übrigens den Spitznamen Hispanico, der Spanier, warum auch immer. Ja, weitermachen, komm. Letzte Mal von der Angel.
macht zu wenig. Er muss hier mehr unter Druck setzen, der Lucci. Er umrundet ihn, schiebt da seine Führungshand ein bisschen raus. So, und jetzt beäugen sich beide. Da muss er ran. Jawohl, da war die rechte Mal. Da muss er aber nachsetzen. Jetzt haben wir die linke kommen, nochmal die rechte kommen. Aber weit vorbei. Müsste auch mal zum Körper gehen, der Lasota. Versucht ja die meiste Zeit zum Kopf. Um Lucci da von den Beinen zu hauen. Und es ist immer ein bisschen wenig, was er da anbietet. Stieg in der Boxen ganz gut ein, der Lasota, direkt in seinem ersten Jahr. Als 15-Jähriger, da wurde er Kreismeister, Westfalenmeister und Zweiter bei den NRW-Meisterschaften. Danach Nordrhein-Westfalenmeister und Dritter bei den U19-Meisterschaften der Deutschen. Gab es im Halbfinale eine Niederlage gegen Leon Garanas, heute Europameister im Kickboxen aus München. Und 2019 gab es dann auch noch Jubel bei den deutschen Hochschulmeisterschaften, die hat er mit dann für sich entschieden. Gut, ist ein extra erster Sechs-Runden-Kampf. Ja, die Sache hier im Griff, aber ein bisschen mehr Druck. Ja, da gibt es einiges zu tun in der Trainingsarbeit. Beinarbeit ist gut bei Lasota. Er ist da eifrig unterwegs. In dieser Runde. Fünf, und haben wir noch eine Runde vor uns. Ja, die Runden, die gleichen sich natürlich. Der Lucci da von der Ringmitte aus versucht da ein bisschen den Lasota zu beschäftigen. Und Lasota hier umkreist ihn.
und hier so die richtige Schlagkraft entwickeln zu können. Fünfte Runde, auch die geht an La Sotta. La Sotta kämpfte in der Bundesliga für den MBR Hamm. 2021 holte er Bronze beim Cologne Cup. Eines der führenden Turniere im olympischen Boxen, wie das jetzt heißt. Hat sein Abi geschafft, studiert Sozialwissenschaften auf Lehramt. Second out, ringfreie Runde 6, Round 6. Final Round, da hat er dafür gesorgt, Runde. Dass mit Blick auf die Zukunft da nicht viel passieren kann, wenn es mit dem Boxen mal nicht hinhauen sollte. Sechste und letzte Runde. Box. Groß wehgetan haben sich beide nicht hier in diesem Kampf. Also was sie beide machen, die boxen beide sehr ökonomisch. Das muss man lassen. Könnten wahrscheinlich auch 10 Runden gehen. In der Art und Weise, wie sie sich hier präsentieren. La Sotta. Der bessere Mann. Auch wenn ich mir so ein bisschen mehr von ihm erwartet hätte. Dem 25-jährigen Kruse-Gewicht aus Oberhalb. Man sieht natürlich auch, dass er eine gute Amateurausbildung genossen hat. So, und jetzt weitermachen. Immer so kurze Ansätze. Da sieht es ganz gut aus und dann macht er einen Schritt zurück. Tja, was bringt der Kampf dem La Sotta? Er zeigt ihm zumindest mal, dass er über eine gute Koalition verfügt. Beinarbeit stimmt. Und ansonsten muss er sich die Aufzeichnung nochmal anschauen. Und dann wird er auch sehen, dass er noch viel, viel mehr Druck auf den Gegner ausüben muss. Härter am Gegner arbeiten muss. Ansonsten war das alles ganz in Ordnung. Auch hier dürfte es keine Diskussion geben, wer den Kampf gewonnen hat. Zu überlegen hat sich da der Darius La Sotta gezeigt, aber auch gut ab vor dem Italiener Lucci, der nach 7 Jahren eben sein Comeback hier einigermaßen gut über die Bühne gebracht hat.
mal die Sache mit den Handschuhen, bis sie ausgezogen sind. Hier nochmal ein paar Zeitlupen. So, beispielsweise hier so eine Szene, da muss er einfach nachsetzen. Und das war da. Ich glaube, den Lucci, den kann ich so aus der Ruhe bringen, so wie der hier auftritt. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. Das offizielle Urteil, as we go to the scorecards, all three judges scored this fight 60-54. Alle drei Punktrichter werden in den Kampf 60-54. We got a winner by unanimous decision. From Argon Sports, and he went, Darius Lasota. Also Darius Lasota hat alle sechs Runden gewonnen auf den Punktezetteln. Und doch, denke ich mal, ist dann auch einiges aus ihm rauszukitzeln, was die Zukunft angeht. Darius, herzlichen Glückwunsch, dritter Kampf, dritter Sieg.